Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Das ist Roger Köppel aus der Schweiz und den habe ich mir an sich nicht wegen seines Gesangs angesehen, sondern wegen seiner wirklich guten politischen Beiträge. Eine echte Alternative zu ARD und ZDF in Deutschland und wahrscheinlich auch zum SRF in der Schweiz, die ja doch alle sehr systemtreu berichten, besonders die deutschen Medien. Ich glaube, die Schweizer sind etwas kritischer. Aber ganz besonders ist es der Roger Köppel. Ja, und der hat hier Fly Me to the Moon zum Besten gebracht. Und das hat mich angeregt, es ihm nachzutun, hier in Oldenburg, in einem sehr verschneiten Oldenburg. Gestern habe ich noch erzählt, es wäre der einzige Wintertag hier in Oldenburg und dann später noch dazu im März. Ja, jetzt ist der 10. März und der Winter ist kurzzeitig da. Kai Zorn hat es angezeigt auf seiner Wetterkarte. Im Norden geht ein Schneegebiet über Deutschland hinweg. Ja, da war meine eigene Prognose von gestern nicht so gut. Also Meteorologe soll ich dann doch besser nicht werden. Ja, Freitag, 10. März 2023 hier in Oldenburg. Und meine Wetterprognose von gestern war nicht so wirklich gut, also mit Meteorologie muss ich noch ein bisschen üben, denn da habe ich ja gesagt, es wäre der erste und einzige Wintertag hier in Oldenburg mit richtig Schnee. Wir hatten mal Frost, irgendwann könnte auch Dezember gewesen sein, aber Schnee so viel nicht, also hier ist richtig gut. Ja. Ja, wie viel mag das hier sein? 5 cm, 6, 7, 8, so um den Dreh. Ja, das ist schon ganz enorm, denn gerade der Nordwesten ist ja nun nicht so das klassische Schneefallgebiet, selbst im echten Winter. Und ja, im März, 10. März eigentlich alle Male nicht. Roger Köppel ist Chefredakteur der Weltwoche. Den Link gebe ich unten mal drunter. Da habe ich Fly Me to the Moon von ihm gehört und es als Anregung für meine eigene Version dafür genommen. Aber das kommt nicht mehr in diesem Video. Da mache ich ein extra Video. Das heißt dann auch Fly Me to the Moon with Ralph from Oldenburg. Naja, gut, hier ja jetzt auf Deutsch.